Ich loho. Eigentlich wollte ich Foundry spielen, aber. Oh, da ist es. ER. Eben gerade war es überhaupt nicht mehr verfügbar. Oh. Jetzt ist es schon wieder nicht verfügbar. Es ist doch verfügbar, so. Kleinen Moment. Okay, und wie viel sind's? 1,9 Gigabyte? Lachhaft. Oder? Hey! Mal sehen, ob ich starten kann. Oh Gott. Wieso startet das nicht? Ah, Installationsskript wird ausgeführt. Okay. Preparing to install. What fun? Moment. Okay, Item Loading Main Menu. So, und ich habe gehört, es soll sogar auf Deutsch sein. Apply. Okay. Exit Desktop.
Gott, oh Gott, oh Gott. So. Paradox. Channel 3. Oh. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich... Ich hab... Moment. Ich hab hier oben die ganze Zeit bei der Suche aktualisiert und irgendwann war es dann endlich verfügbar. Aber auch erst vor 20 Minuten oder so. Nee, vor 10 Minuten. Oder? Nee, noch nicht mal. Vor 5 Minuten war es verfügbar. Sorry. Also ich habe die ganze Zeit auf aktualisieren geklickt, damit ich da Zugriff drauf bekomme. Okay. Hast du in deiner Steam-Bibliothek mal geguckt? Und sonst würde ich Steam einmal neu starten. Es gibt dedicated Server. Nice. Okay, ich hatte den Eindruck, dass zwischendurch irgendwie das Spiel einmal ausgetauscht worden ist. Weil wenn du mal hier in den Shop guckst und das hier jetzt in den Warenkorb packst... Ja, okay, hier ist jetzt... Bei mir war da noch nicht mal mehr ein Bild. Ob ich ein... Moment, ich muss noch mal gucken, ob ich... eben Server errichten kann. Sonst gib das Spiel einfach zurück und kauf dir das, was jetzt rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur hart buggt war. Ah, spielen wir erstmal. Eigentlich
Soll ich straight up auf den Server starten? Ha, jetzt lädt der Kack nicht. Ah, endlich. Jetzt mal gucken, ob es die Funktion gibt. Okay, dann spielen wir Einzelspieler. Wir spielen. Stream. Willkommen, Bediener. Ich bin Karl, deine künstliche Intelligenz fürs Fabrikmanagement. Dieser ressourcenreiche Mond wurde von der Foundry Initiative ausgewählt, um in ein Zentrum der verarbeitenden Industrie umgewandelt zu werden. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, zahlreiche Teams, ähnlich dem unseren, wurden mit den ersten Aufgaben betraut. Wir müssen Abbau- und Schmelzbetriebe einrichten, um eine stabile Versorgung mit wichtigen Metallen zu gewährleisten. Mein Ziel besteht darin, dich bei der Einrichtung dieser Anlage zu unterstützen. Bevor wir jedoch beginnen, müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Öffne die Karte, um deine Umgebung zu prüfen. Fantastisch! Es gibt mehrere Erzstätten in der Umgebung. Öffne dein Inventar und rüste den Erzscanner aus, um die Lagerstätten zu finden. Was ist denn Inventar? V? Nee. B. Um loszulegen, nähere dich den beiden Erzstätten und baue etwas Erz ab. Oh.
bin sehr gespannt. Ich habe einige Videos gesehen, aber nichts Großartiges. Können wir ihn zu Platten und Stäben verarbeiten? Geh zurück zu deiner Abwurfkapsel und verwende die eingebaute Schmelze, um deine ersten Grundmaterialien herzustellen. Mit den Grundmaterialien können wir Baublöcke herstellen, die als Fundament für andere Gebäude dienen. Dazu musst du das Herstellungsmenü öffnen und die gewünschten Gegenstände anklicken. Platziere sie anschließend in Form einer Plattform neben einer der Erzstätten. Um den Erzabbau zu automatisieren, müssen wir eine Bergbaudrohne einsetzen. Stelle eine her und platziere sie auf deinem Fundament direkt neben der Erzstätte. Okay. Bergbaudrohnen benötigen wie die meisten anderen Gebäude Strom. Lass uns einen Biomassegenerator auf demselben Fundament bauen, auf dem die Bergbaudrohne steht. Sobald er fertig ist, musst du einige Pflanzen und Bäume mit deinem Bohrer ernten, um Biomasse zu sammeln. Fülle die Biomasse in den Generator, um alle Gebäude, die auf demselben Fundament stehen, mit Strom zu versorgen. Schau nur, wie deine Bergbaudrohnen das erste automatisierte Erz abbauen. Sind sie nicht schick? Wie dem auch sei, wir müssen weitermachen. Lass uns als nächstes eine Schmelze bauen.
Die Schmelze ist effizienter als das in der Abwurfkapsel eingebaute Gerät, daher solltest du von nun an nur noch diese Maschine nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Schmelzen automatisiert werden können. Dazu musst du mit Hilfe von Ladern und Förderbändern eine Bergbaudrohne mit der Schmelze verbinden. Fahre fort und verbinde sie, während ich das Missionskommando über unseren Fortschritt informiere.n. Seltsamerweise kann ich keinen Kontakt zum Missionskommando herstellen. Es könnte sich um eine technische Störung handeln. Ich werde es weiter versuchen. Du hast jetzt alle notwendigen Maschinen, um die Bergbaudrohne mit der Schmelze zu verbinden. Befestige jetzt an alle Maschinen Lader und verknüpfe sie mit Förderbändern. Sobald du damit fertig bist, solltest du weitere Schmelzen bauen, damit wir genügend Metallplatten und Stäbe produzieren, um unseren Auftrag zu erfüllen. Übrigens besteht immer noch keine Verbindung zum Missionskommando. Wir haben unser Ziel fast erreicht und benötigen umgehend weitere Anweisungen. Okay.
gucken wir mal, dass wir die... Die erste Aufgabe ist erfüllt. Wir haben eine Schmelzanlage errichtet. Das haben wir gut gemacht, oder? An dieser Stelle müssten wir eigentlich weitere Anweisungen erhalten, aber irgendetwas blockiert unsere Kommunikation. Ich denke, wir müssen improvisieren. Im Archiv befindet sich der Bauplan eines Forschungsservers. Durch eine Materialanalyse sollte ich in der Lage sein, den Bauplan für einen Notsender zu erstellen. Lass uns weitermachen und einen Forschungsserver bauen. Oh Gott. Und wir nehmen noch eine Kiste. Okay.
dauert das lange. So. Ist da ein Unterschied? Okay. Okay, wie funktioniert denn das?
Okay, holen wir uns nachher erstmal ein bisschen, oh Gott, Erz. Damit wir da ein bisschen bauen können. Und dann mal kicken. Boah, ich glaube, ich muss gleich aufhören. Irgendwie habe ich die Nacht echt nicht gut geschlafen und ich merke das langsam, dass ich voll AFK bin und am Rumzucken. Ladeunterstützung keine, okay. Schade. Oh.
Alter Schwede. Okay, noch ein bisschen. Okay, wir brauchen ein bisschen Treibstoff.
wollte überhaupt kein K drücken. Oh.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mir Foundry angucken, aber bei mir kickt gerade echt übelst hart die Müdigkeit rein. Ich hatte heute Nacht einen Rufbereitschaftseinsatz und bin völlig fertig. Ich dachte, ich kriege das auch irgendwie hin, aber ich zuck hier seitlich weg, ey, das ist echt übel. Falls man das gerade eben nicht gesehen hat. Ja, morgen ist sie endlich vorbei. Dann herrscht ab morgen wieder Freiheit. Ja, das Schlimmste an der Sache ist eigentlich, dass ich meistens, wenn ich einmal wach bin, nicht mehr einschlafen kann. Heißt, wenn ich angerufen werde und dann. Ja. Um in der Forschung voranzukommen, musst du Forschungspakete herstellen. Stelle einige von Hand her und stecke sie in den Forschungsserver, um den Notsender-Bauplan zu erforschen. Was? Nee, ich bin seit heute Morgen 2 Uhr wach. Und kann seitdem nicht mehr. Holy shit. Oho. Und konnte seitdem nicht mehr schlafen. Oh Gott. Oh ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube, heute habe ich, keine Ahnung, 17 Liter Kaffee getrunken oder so. Also gefühlt viel zu viel. Oh. Also definitiv viel zu viel. Und ja, nicht feierlich.
Ja, aber ich glaube, ich muss echt bald Feierabend machen. Ist totaler Abfuck. Aber dafür dann morgen umso richtiger und ja. Aber ja, ich ernähre mich hier auch rein von Cola und Kaffee heute auf der Arbeit und ja. Erforscht. Wir haben jetzt einen Notsenderbauplan. Produziere den Sender und stelle ihn auf, aber nicht zu nah an bereits aufgestellten Maschinen, denn die Rettungstrupps neigen dazu, direkt auf den Sendern zu landen. Das war die Idee. Oh. Cooles Raumschiff. Yo, ich versuch mal, dass wir. Wo ist der Knopf? Verdammt. Wir haben jetzt ein Notsignal erforscht und der hat gesagt, passt
pass bloß auf, dass du das nicht in der Nähe von Maschinen baust, weil die eigentlich immer genau auf dem Notsignal landen. Also werden wir das Ganze jetzt mal testen. Wir stehen auf dem Notsignal und wir sollen den Knopf drücken. Mal gucken, was passiert. Großartig. Tritt einen Schritt zurück und schau nach oben. Oh. Ein echter Wegbereiter. Dieser Corporate Command Companion Bureaucrat Bot, kurz C3BB, wird uns helfen, eine Verbindung zum Missionskommando herzustellen. Zuerst müssen wir ihm aus der Kapsel helfen, indem wir sie zerlegen und an einen sicheren Ort bringen. Okay. Also haben wir jetzt... ...einen Hund. Ja, ich will sie ja demolieren. Hä? Muss ich die... Ah, ich muss sie abbauen. Okay. Und jetzt? Basis. Willkommen am Boden, C3BB. Wir haben dieses Notsignal aktiviert, weil wir Probleme mit der Verbindung zum Missionskommando haben. Kritischer Schaden an der Missionskommandoraumstation? Spontane explosive Demontage? Das ist äußerst besorgniserregend. Und was jetzt? Sind wir hier gefangen? Okay. Das entspricht unserem Protokoll für den Katastrophenfall. C3BB, leite eine gründliche Analyse des Vorfalls ein. Wir integrieren dein erweitertes Bauplanarchiv in unsere Forschungsserver und errichten eine autarke Produktionsstätte, um auch Nothilfe leisten zu können. Ups, oh mein Gott. Das habe ich erledigt. Du hast recht. Wir brauchen eine Maschine, die gewöhnliche Objekte herstellen kann. Ich bin froh, dass du den Bauplan gespeichert hast. Also los, erforschen wir den Fertiger. Großartig. Der Fertiger wird als Grundlage für die Massenproduktion der am häufigsten benötigten Gegenstände dienen. Die Tage der Handarbeit sind vorbei. C3BB ist es gelungen, eine begrenzte Verbindung mit der Raumstation herzustellen. Er wird versuchen, nützliche Informationen zu sammeln, derweil wir uns auf die Erweiterung konzentrieren sollten. Okay, also hier kriegen wir dann Aufgaben von dem Hunde-Ding, Bebop. Ja, interessant. Stimmt. Für eine fortschrittlichere Forschung müssen wir unser Materialwissen erweitern. Das Ziel ist, ein fortgeschrittenes Forschungspaket zu entwickeln. N der Wert der anderen Baupläne ist aber auch nicht zu unterschätzen. Ersten Analysen zufolge ist das Missionskommando schon lange dahin. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Okay.
Komm, erforsch das ein bisschen schneller. Okay, dann suchen wir mal ein bisschen weiteres Biomasse-Material. Sollte jetzt aber reichen. Förderbandage Stufe 2, Inventargröße.
Büromöbel. Basis Stahlproduktion, Laufstege, Türen, Doppeltor. Oh, Inkium-Erz. Oha. Oha.
sauber das funktioniert. Ja, nee, ich wollte zumindest es warten und Tschüss sagen. Aber wir haben Logistikcontainer freigeschaltet. Da können jetzt endlich Items reinlaufen und wir haben so ein Viech freigeschaltet. Das ist auf unserem Kopf gelandet. Und bei dem kriegen wir Quests, wie man an diesem nicht zu verkennenden Symbol erkennt. Ja, aber als nächstes Forschungsziel ist das hier dran. Aber dafür brauchen wir erstmal den hier. Ja, aber da ist so ein bisschen mehr, oh, Sandsturm, ein bisschen mehr Konversation drin als, oder? Ja, ich glaube, es ist egal, wen du anbohrst, sie werden immer quietschen und wahrscheinlich sogar zurückschlagen. Naja, aber ich werde mich jetzt wirklich hinhauen. Es tut mir echt leid, aber ich bin völlig fertig. Dafür geht's morgen dann bedeutend früher los. Und
Samstag muss ich mal gucken, da bin ich vorher auf dem Flohmarkt in Hannover. Ja, da wird es dann wahrscheinlich etwas später und Sonntag weiß ich noch nicht genau, weil da kommt noch ein Kumpel rum, aber ja. Also für heute ist erstmal Schluss und morgen dann irgendwie ab 15 Uhr oder sowas, denke ich. Ja, das wird hoffentlich nicht allzu schlimm mit dem Wetter. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Samstag 20 Grad und bewölkt. Das geht in Ordnung. Ja, aber solange es nicht regnet, ist alles in Ordnung. Aber wir haben da Freunde, die da einen Unterstand und sowas haben und dann werden wir da unterkommen. Also das ist ganz gut. Ja, also danke fürs kurze Dabeisein und morgen werden wir dann Foundry ein bisschen mehr auseinandernehmen und dann wahrscheinlich mit klarerem Verstand uns hier alles angucken und mehr forschen, mehr bauen, mehr alles. Also, danke fürs Dabeisein und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Und gute Nacht nachher und einen schönen Abend noch natürlich. Ciao.